Jo, schönen guten Tag, willkommen zurück hier zu Ultimate General Civil War. Und ja, die Lage ist ernst. Formulieren wir es mal so. Ja, wir haben zwar die Schlacht gewonnen, aber Antietam hat uns also quasi instant kaputt gehauen. Deswegen, ich werde jetzt hier ein bisschen was in die Karriere investieren, Wirtschaftlichkeit. Auf jeden Fall muss jetzt das hier hoch. Und wir werden jetzt auch mal ein bisschen Ruf nehmen müssen, um hier so ein bisschen die Armee wieder auf Vordermann zu kriegen. Also, wir schauen mal. Wir haben hier Johnston. Preston können wir befördern. Oh. Ja, aber der hat so gelitten, der Kollege hier. Der wird nicht mehr viel bleiben. Was haben wir hier? Elite. Effizienz, Moral, Ausdauer, Nahkampf. Scharfschütze, Effizienz, Schusswaffen, Sichten. Nehmen wir dich mal so und jetzt wollen wir mal schauen. Tja, und schon ist der dritte Stern wieder weg. Ich hätte hier gern. Oh Gott. 100.000, um den wieder hochzubringen. Ich bringe ihn jetzt erstmal hier auf. So, wir werden mal hier. Robert Lee. Nee, wir nehmen erstmal hier so einen Colonel rein. Wir bringen die jetzt mal alle erstmal auf 1500. So. Hier stellen wir eine Infanteriebrigade auf, eine neue. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben Springfields, wir haben Palmettos, 1000 in die Mississippi-Teile, wir haben Lorenz-Gewehre haben wir. Aha, wir müssen halt gucken, was wir da haben. Erstmal hier die Palmettos. Und dann. Was war doch denn die da eingesetzt? 2000 Mann. So. So, du bist Moral und Effizienz. Ja, Moral ist das Entscheidende. So, hier hatten wir diese Enfield-Gewehre. Das waren die Gewehre, die uns jetzt hier so reingeklatscht haben. So, na gut, wir gucken mal. Die Springfielder hier können wir. Oh, ich muss erstmal wieder auffüllen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass jetzt hier erstmal ein paar vernünftige Pattern Enfield. Oh Gott, da müssen wir schon wieder nachkaufen. Ja, ich bringe den mal auf 1700. Das ist jetzt einfach, wie es ist. Wir müssen jetzt schon schauen. Barry ist noch da. Oh Gott, guck dir das an. Rhodes. Eieiei. Oh Gott, Rhodes. Ja, haha. Aber davon haben wir noch genug. Da können wir hier. Auf 1,5 müssen wir schon kommen, sonst ist albern. So, die Kanonen. Hier werden wir das mit grünen Schnäbeln machen. So. Gut. Den können wir auch einfach so auffüllen. McCord, Mississippis haben wir hier. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt mit grünen Schnäbeln kommen. Bis dahin kommen wir. So, Davis. Na komm, das kriegen wir voll. Okay. So, ja. es geht ja hier sofort weiter. Guckst dir an, Hexhammer. Machen wir ganz, ganz rigoros so, Biel. Also, ja, müssen wir mal gucken hier. So. Ja, das machen wir so. Die Kanonen sind voll.
Ein paar Leute fehlten. So, Sweeney. Braucht jemand Neues? Kriegt hier einen Colonel? So. Ist egal. Hier, so, zack. Hier können wir auch mit grünen Schnäbeln hantieren. Ja, wir kriegen es voll, wir kriegen es voll. Tower. Haha. Oh Gott, oh Ja, Gott, oh sure. Gott. Guck mal, das ist wieder so eine Truppe, die hat aber sowas von den Hintern aufgerissen gekriegt, aber ist egal. Wir füllen mal wieder so auf. So, du kriegst eine neue Fähigkeit, taktische Ausbildung, Deckung, Tarnung, Drehgeschwindigkeit, das ist ganz geil. Schießfertigkeit, Nachladezeit. Schießfertigkeit, Genauigkeit. Dabei ist alles gut. Ich will, dass die genauer sind. So. Yes, sir. Ransom hat auch gelitten. So, jetzt ist die doch eigentlich gar nicht so. Oh Gott, was ist denn? Ach nee, die waren von Anfang an nicht voll. Das ist okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hab jetzt mit mehr Elend gerechnet, das gebe ich ehrlich zu. Hier im dritten. Oh, hier ist nochmal. Ja, nehmen wir dich noch rein. So, hier ist aber auch nichts, was die verlernen könnten. Gewehre haben wir und dann ein paar Soldaten besorge ich mir. Also Rekrutenreserve würde ich jetzt. Da bin ich jetzt dabei, da tausche ich mir nochmal 3500. Zack. So, das ist mir jetzt. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Oh, das ist. Ach nee, komm, hier ist der dritte Zug. Hier muss es jetzt mit grünen Schnäbeln aufgezogen werden. So, Wied kriegt auch hier. So, okay. So, dann werden wir hier mal mit grünen Schnäbeln auffüllen. Und Preston wird auch nochmal grünen Schnäbel. Ja, das ist natürlich. Hier nochmal Veteranen. Ja. Das ist mir jetzt egal, dann kostet es, wie es kostet. Bertel kriegt nochmal. Yes, sir. Seine Leute. Tja, Benjamin. Da mangelt es an Rekruten. Ja, hier fehlen uns dann die Leute. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt irgendwas Kleines kriegen, wo wir hier einfach unsere Leute wieder ein bisschen hochholen können. Dann können wir hier weiter ausbauen. So, alles andere macht jetzt keinen Sinn. Also ich hoffe jetzt, dass wir irgendwas Kleines kriegen. Geld haben wir tatsächlich. Mannstärke ist unser Problem. Ausbildung. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall hier weitermachen. Winterfeldzug 1862. Okay, wir machen jetzt einen. Kriegen wir hier noch was in die Versorgung? 35.000. Weil das geht uns ja eh immer aus hier, die ganze Schose. So denke ich, ist okay. So. Korrespondenz, abgefangene Nachricht. Nach der Schlacht von Antietam bin ich mir sicher, dass ich nicht die Macht habe, um McEradan aufzuhalten. Und ich fürchte, dass ich ersetzt werde. Nun zähle ich auf unsere alte Freundschaft und ihre politischen Verbindungen. Können Sie bitte etwas mehr Zeit verschaffen, um mir, das schreibt er jedes Mal, militärische Unterstützung zu erhalten. Ohne weitere Verstärkung steht meine militärische Karriere auf dem Spiel. Ich brauche Ihre Hilfe. Major General Guy Statham. Herr Präsident, es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass unser Korps mit einer Gesamtgröße von 35.700 für den Einsatz an der Grenze zu dem Gebiet, in dem General McEradan zuletzt gesehen wurde, bereit ist. Wir haben seine Bewegungen seit der Schlacht von Antietam beobachtet und werden versuchen, ihn aufzuhalten, sollte er eine Offensive starten. General Darren Eaton. Okay, was haben wir denn für beide Schlachten? Hier sind zwei kleine. Wir haben Corinth am 3. Oktober, Prairie Grove. Machen wir mal Korinth. Korinth klingt gut. Korinth, unsere Armee wurde entsandt, um die Yankees nördlich von Korinth anzugreifen. Wir müssen diese wichtige Verbindungsstelle im Norden von Mississippi einnehmen und die Kommunikationswege der Unionisten unterbrechen. Sie führen den Angriff auf die ungeschützte linke Flanke der Unionisten an. Deren Position an der Memphis Road ist ungeschützt. Nahe ihres Zentrums klafft eine große Lücke. Wenn sie schnell handeln, können sie vernichten, bevor die Yankees Verstärkung schicken. Okay. Ich muss unbedingt am Anfang der Schlacht, muss ich unbedingt, ja, das machen wir mit Eradans Legion hier. Und am Anfang der Schlacht muss ich definitiv nochmal speichern, fällt mir gerade auf. Komm, wir gehen nochmal ins Lager zurück. Ich will bloß schnell speichern, dass ich dann diese ganzen Ausbildungsgeschichten nicht nochmal machen muss.
Es könnte ja was schief gehen. Also es ist ja hier gerade beim Aufnehmen und so. Ich bin ja mittlerweile sehr vorsichtig. Also nochmal. Das ist die Hauptschlacht dann da hinten. Washington, okay. Also Korinth, nochmal. So, MacEradan. So, na dann. Die Yankees haben ihre linke Flanke an der Memphis Road aufgestellt. In ihrem Zentrum klafft eine große Lücke. Ihr Hauptquartier befindet sich in dieser Farm. Greifen Sie schnell an und vernichten Sie die linke Flanke der Unionisten. Ach du Scheiße, ja. Na toll. Bin ja mit allem da, was so da ist. So, dann schieben wir mal, wenn es schnell gehen soll. Schiebe ich schon mal die gesamte Infanterie richtig vor. Die gehen hier raus, meine Scharfschützen. Ja, die Kanonen, die schicke ich mal hier rüber. Ja, da fehlen so noch ein paar Leute, sehe ich gerade. Ja, die Kampf hier rüber. Pff, das ist relativ simpel, weil ist ja alles da. Okay, na dann schauen wir mal. So, ich werde es erstmal hier mit den Nasen hier so die Außenflanken mir sichern und erstmal anschauen. Nein, du bleibst mir hier. Ich will jetzt erstmal das hier. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh, Jemine. Na, da sind auf jeden Fall schon Leute. Macht mal jetzt keinen Mist. Die haben meinen guten Barry auch schon lange gesehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Immer wenn die zu mir so sagen, schnell mal irgendwas einnehmen. Was geht denn hier los? Na du, hier ist aber nicht so richtig viel. Ja, viel Lücke weiß ich jetzt nicht. Wo ist jetzt die Lücke? Die Farm einnehmen. Boah, das ist doch schon wieder hier so ein Himmelfahrtskommando. Ach du Scheiße, ja, wenn die mir schon irgendwas erzählen zum Thema schnell und so. Zurück. Ach du Scheiße.
Jetzt sterben schon wieder meine Anführer hier. So, was mache ich mit euch? Uiuiui, so. Ich weiß gerade noch nicht, ob das hier alles so clever ist, was ich hier so mache. Gott. So, Preston, rein da. Jetzt will ich mal hier eine Stellung haben. Die Schlacht starten wir nochmal neu. Das ist ja wieder mal so eine Mission, wo die mir hier irgendwas erzählen zum Thema, ja, das geht ruckzuck und so. Wir müssen hier mal das müssen wir mal ganz entspannt angehen, das ganze Projekt. Also das ist halt, also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel ist blind echt übel schwer. Also das muss ich echt sagen, das ist so ein Spiel. Normalerweise musst du dir die Level alle mal angucken. So wie ich das gerade mache. Also es ist halt echt sonst, meiner Meinung nach, echt übel schwer. Weil man ja, es ist ja nicht das echte Leben so. Man hat ja jetzt quasi noch nicht so richtig den Überblick hier. So. So, okay. Ich werde mal mit denen hier diesen Wald besetzen. So rum. So. Die Kavallerie schicke ich mal darüber. Und dann werde ich nämlich hier mit den ganzen Pfeifenköppen hier. Nee. So, ihr geht mal hier in den Wald. So. Kirscher ziehen wir mal hier rüber. Und ihr Nasenbären hier geht erstmal hier hinten ran. So, nun gucken wir mal. Okay, die stürmen direkt. Das ist ja spannend. Wo sind sie hin? Barry? Ich glaube, ich schicke Barry mal durch. Komm, Barry, gib Gummi. Schneller, 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 schneller. Das ist geil, das war ein cooler Move. Der war tatsächlich, glaube ich, nicht so schlecht. Und jetzt haben wir hier den Waldrand.
und ein bisschen vorrutschen. So, den werden wir da mal schön in die Zange nehmen. Siehste. Sind es auch noch mehr Infanterie, ey. So, jetzt haben wir den Fuller hier rauspushen aus der Position. Der kriegt es jetzt richtig. Von allen Seiten kriegt der Kollege das jetzt. So, dann werden wir den mal aus seiner Position jagen. Boah. Gehen wir hier echt rein. So, vorwärts. Dass dieser Fuller hier so lange hält, macht mir ein bisschen Angst. So, McCord, dich brauchen wir noch. Du musst hier so rum. So, wie sieht es denn aus hier oben? Ah, das sind nur noch Skirmisher. So, jetzt wollen wir mal von hinten reinchargen hier. Ui, ja, die haben jetzt gerade echt zu leiden hier, die Kollegen. So, du gehst mal zurück. So, und den nehmen wir hier so rein. Hier ist ja noch ein Bataillon.
So, jetzt habe ich sie hier schön eingekesselt. Vorwärts, vorwärts! Battle, bleib mal hier oben. Hier unten sind noch ganz schön viele Armeen. Vorrutschen, Freunde, vorrutschen. Oh, Thomas, haben sie vertrieben, oder was? Komm, schnapp sie dir. Barry, haut sie weg. So, schnell weg den Wagen. Zumindest die Versorgung können wir den ja klauen. So, Thomas, wie sieht's denn aus? Haben wir's soweit? Kirscher ziehen wir jetzt mal hier so ran. In der Hoffnung, dass wir hier. Ja, ja, ja. Eine Flanke kriegen. So, ich habe die Farm. Und jetzt, was mache ich mit so einer Farm? Jetzt müssen wir mal erstmal ein bisschen weiter pushen, denke ich. Jetzt werden wir mal hier. Jetzt werden wir mal hier ein Stück weiter gehen, denke ich. Was? Boah. Der hat den gleichen Move gebracht. Guck's dir an. Boah, das ist ja übel. So, na dann. Tja, meine Supplies hole ich mir wieder. Ihr seid doch wohl beim Frosch bespuckt. So, komm. Gib mir mein Supply wieder. So, der fährt hier hinter.
Hier hoch und ihr geht mal hier zur Defense. So, hier kriegen wir weiter. Oh shit. Battle muss hier hoch. Ah, Battle kriegt schon wieder richtig den Hintern voll. Eieiei, hier auf den Außenbahnen geht es noch ganz schön los. Ho, 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 ho. Puh. Das ist hier alles gar nicht so einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Sullivan. Eieieiei. So, den Sullivan schnapp ich mir jetzt mal. So, und jetzt wollen wir uns mal hier eine Position bauen, die Sinn ergibt. So, Infanterie, Infanterie. Jetzt werden wir uns mal hier so eine schöne Befestigungsstellung bauen. So. Battle ist auf der Flucht. So, jetzt haben wir erstmal alle auf einem Punkt. So. Hawkins schicke ich mal raus. Wo ist denn meine Kaff? Barry schicke ich auch mal raus. Ist doch schon wieder so eine teure Veranstaltung hier, Freunde. Es ist doch jetzt nicht euer Ernst. So dachte ich's. Jetzt bauen wir mal hier ein bisschen eine schöne kleine Abwehrstellung auf. Von der aus wir hier den ganzen Roots halten können. Das hätte man vielleicht viel eher machen sollen. So, Lee schicke ich damit hin.
So, und jetzt können wir mal hier 11 Minuten absitzen. So, jetzt immer mal Kirscher und hier meine lustigen Freunde nochmal losschicken. Ah, dass die Arti hier von was von denen die Kavallerie hier so hinter meine Linien gekommen ist, das fand ich echt krass. Also das war schon eine Ansage. Das haben sie gut gemacht. Kann man ihnen jetzt nichts vorwerfen. Sind welche in meinen Wäldern? Naja, kann ich meine Scharfschützen mal ein bisschen abstellen. So, und jetzt kann ich hier 5 Stunden lang stehen. Ja, siehste, Sieg Corinth. Ja, die haben ein bisschen mehr verloren, aber auch nicht so viel. Ja. Ja, wir haben noch ein paar Gefangene gemacht. Ja, Jerry Smith, oh, eine super Major General verstorben. Scheibenhonig. So, gibt wieder neue Soldaten. Wen nehme ich denn da hier? Paul Semmes. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, und wie sieht's denn aus hier? Ja, müssen wir mit grünen Schnäbeln auffüllen. So. Ja, die können wir komplett mit grünen Schnäbeln. Hier müssen wir so. Kirscher kriegt auch wieder ein paar Leute. Ja. Müssen wir mal sehen, dass wir jetzt. Es ist halt, wir kommen halt wieder nicht auf den Punkt, dass wir hier irgendwas wieder in Richtung maximal Einsatzfähigkeit hinkriegen, sondern es ist halt einfach jetzt nur wieder Ausgleichen der Verluste. Wir kommen jetzt wieder auf dem Ausgangspunkt. Nee, so müssen wir das machen. Ja, so viele Leute haben wir nicht mehr. Na, lassen wir es bei 2000. So, hier kriegen wir da noch was mit Grünschnäbeln auf die Kette. Ja. Hier. Ja. So, und dann sind uns wieder die Soldaten. Ja. Also wir müssen mal schauen. Hawkins, hier kann ich da noch ein paar. Das kriegen wir noch voll. Sehr gut. Hier kriegen wir auch noch. Nee, da fehlen schon die Leute. Wir haben noch einen Karrierepunkt. Ausbildung. Was heißt Ausbildung? Wird rekrutiert. Ja, Ausbildung heißt, die Veteranenkosten gehen runter. Maximale Brigaden, Feindinfos, keine. Ja. Wirtschaftlichkeit sind die Einkaufspreise, Nachschubwesen. Tja. Wir werden jetzt mal ein bisschen was hier in die Aufklärung tun. Dann werden wir weitersehen. Gut, ja, ich hoffe jetzt die nächste Mission ist vielleicht nochmal geeignet, dass wir hier noch ein paar Soldaten kriegen, dass wir wenigstens hier die Division, die hätte ich gerne noch voll. Wobei, das ist cool, also der ist tatsächlich so halbwegs wieder einsatzbereit hier. Der ist auch voll. Also es ist tatsächlich, ich werde gerne das wieder voll hier und dann stehen wir besser da als vor Antietam. Also das wäre so das Ziel. Aber da müssen wir halt hier fehlen tatsächlich noch Leute. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich sage erstmal vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.